habe mich bei meiner Hausarbeit mit dem Buch Dorthaus Tod auseinandergesetzt und hatte speziell das Thema die Charakterisierung von dem Protagonisten Danton. Und deshalb werde ich jetzt auch bei meinem Referat speziell auf die Frage eingehen, wer war Danton? Als ersten Überblick habe ich mal meine Gliederung hier am Active Board und später werdet ihr die einzelnen Gliederungspuppe hier an meinem kleinen Helfer der Puppe sehen. Ich fange an mit dem historischen Hintergrund und mache weiter mit den politischen Absichten der Dortonisten, also auch denen von Danton. Meine Punkte 3 bis 5 spiegeln dann die einzelnen Rollen und Lebensphilosophien von Danton wider, wo wir beim Fatalismus die Eigendynamik der Geschichte, die Schuldgefühle und die Marionetten- bzw. Puppenmetapher hätten. Und spätestens bei dem Punkt versteht ihr ja dann auch, wieso ich die Puppe ausgewählt habe für meine Gliederung. Bei dem Nihilismus werde ich dann was erzählen über Dortons Meinung gegenüber dem Tod. Und zum Epikureismus gehört Genuss, Laster und das Leben im Abseits. Mein letzter richtiger Gliederungspunkt, die Nummer 6, ist die menschliche Unzulänglichkeit. Und beim 7. Punkt seid dann ihr gefragt, da ich mit euch gemeinsam die Widersprüche in dem Drama erörtern werde. Wir fangen jetzt an mit der historischen Persönlichkeit. Und auch wenn in dem Drama keine speziellen Zeitabschnitte dargegeben sind, kann man sagen, dass das Drama so ungefähr die letzten 13 Tage des historischen Politikers Georges Jacques Danton widerspiegelt. Es ist also beruhend auf einer wahren Begebenheit, auch wenn es nicht bis in alle Details wirklich so geschehen ist. Danton ist 1759 in Frankreich geboren und wisst ihr vielleicht, das ist genauso wie im Buch auch, welchen Gesellschaftsstand er hatte oder wie er aufgewachsen ist. Ja, Daniel? Ja, bürgerliche Gesellschaftsstand und in der Durchschnittsfamilie aufgewachsen. Genau, er war also bürgerlicher Abstammung. Hat sich dann allerdings zum Justizminister hochgearbeitet und wurde zu einem Vorkämpfer der Revolution, also einer ganz wichtigen Persönlichkeit. Und diesen Aufstieg hatte er gerade durch eine ganz besondere Charaktereigenschaft oder Fähigkeit von ihm geschafft. Weiß einer, was das für eine war? Ja, nochmal Daniel? Ja, dass es ein großer Redner war und die Menschenmassen fesseln konnte. Ja, das merkt man vor allem am Ende des Buches. Wenn Robespierre es bereits gelungen ist, mit seinen vielen Reden die Massen gegen Danton aufzuhetzen, aber Danton gelingt es, mit nur einer Rede vor dem Tribunal sie wieder auf seine Seite zu ziehen. Allerdings hat er schlicht und weg zu spät angefangen zu handeln und so wird er 1794 guillotiniert. Die Miller wird jetzt die Puppe wieder abbauen und hängt schon mal den nächsten Gliederungspunkt, die politischen Absichten, an. Zum politischen System der Dortonisten kann man sagen, dass eine ihrer wesentlichen Forderungen die Reorganisation statt Revolution ist. Robespierre versteht darunter, dass die Dortonisten Gegner oder sogar Feinde der Revolution sind, aber genau das wollen die Dortonisten damit gar nicht zum Ausdruck bringen. Ganz im Gegenteil, Danton war ja ein Vorkämpfer der Revolution und hat diese erst ins Rollen gebracht und hat eben ganz lange für die Revolution gekämpft. Allerdings hat er mit der Zeit eben erkannt, dass sehr viele Menschen unschuldig ums Leben kommen und mit dieser Erkenntnis kam auch eine weitere Erkenntnis, nämlich, dass die Revolution nun an einen Standpunkt gelangt ist, an dem es nicht mehr so weitergehen kann und die Terrorherrschaft ein Ende haben muss. Nun ist es langsam Zeit für die Reorganisation. Das heißt, dass nicht mehr weiter Leute getötet werden sollen und sich nun der Staat und die Gesellschaft an die neue politische Situation anzupassen hat. Ebenfalls kritisiert Robespierre die Forderung nach Mäßigung und Gnade, die man gerade daran bemerkt, dass die Dortonisten fordern, dass die Girondisten, die geradeaus, also eine politische Gruppe wie auch die Dortonisten, welche gerade erst aus dem Konvent ausgeschlossen wurden, wieder aufgenommen werden sollen. Und wenn man diese beiden Punkte betrachtet, kann man schon davon ausgehen, dass die Dortonisten und Danton eine sehr liberale Gesellschaftsauffassung haben. Danton ist der Auffassung, dass jeder Mensch das Recht haben sollte,
so zu sein, wie er ist. Und der Staat hat sich da grundsätzlich rauszuhalten. Er hat den Menschen nicht zu verurteilen, nur weil er eine andere Auffassung hat. Und in dem Punkt widerspricht sich Dottor ganz arg mit Robespierre. Für Robespierre gelten vor allem die Ideologien der Tugend und die Pflichten, die er sehr hoch ansetzt. Dottor hält von Tugend und Pflichten nicht sonderlich viel, auch wenn er jetzt nicht Anarchie fordert, aber er hat andere Dinge, die er für wichtiger hält. Wisst ihr, was er diesen zwei Begriffen gegenübersetzt? Ja, Rosi? Das Wohlbefinden der Partei. Genau. Dottor hält, wie gesagt, nichts von der Tugend und will vielmehr, dass sich das Volk und vor allem auch er selbst sich wohlfühlt. Und von den Pflichten hält er schon mal gar nichts. Wie man vom ganzen System merkt, wollen die Dottonisten einen regelrechten Auslebungswahn. Wir haben sehr viele Rechte, die sie dem Volk zusprechen, aber die sie vor allem auch selbst ausnutzen und nur sehr wenig Einschränkungen durch die wenigen Pflichten und Regeln in ihrem System. Aber genau das ist eben das System, mit dem Dottor so populär wurde und zu einem der wichtigsten Revolutionäre seiner Zeit. Zu Beginn des Buches ist es aber so, dass es schon nicht mehr das System ist, das er wirklich vertritt. Denn er hat sich generell aus der Politik zurückgezogen. Er scheint schon beinahe kein Interesse mehr an der Politik zu handeln und hegt starke Distanz. Fallen euch da vielleicht ein paar Szenen zu ein, wo er oder wo es sichtbar wird, dass er kein Interesse mehr hat? Ja? Ja, die waren da doch mal in einem Raum und dann wurde der doch, oder da haben die ihm dann ja gesagt, dass der halt reden soll. Und aber er hat sich da halt zurückgehalten, weil er sich ja eigentlich nur noch nach seiner inneren Ruhe sehnt und hat dann einfach den Raum verlassen, oder? Genau, das ist gleich die erste Szene, wenn sie in einem Spielcasino sind und die Dottonisten reden halt eben über die Politik, während Dottor aber ganz abseits bei seiner Frau sitzt und überhaupt kein Interesse an den Gesprächen führt. Und die Dottonisten, die ja seine Freunde sind, die fordern ihn dann auf, dass er Stellung bezieht oder auch anfängt wieder zu kämpfen. Aber Dottor sagt einfach, dass sie ihm mit der Politik auf die Nerven gehen und er es nicht einzieht zu handeln. Ein anderer Punkt ist auch noch, dass er ständig bei irgendwelchen großen Reden Robespierres, die wichtig wären, dass er diese mitbekommt, ganz andere Dinge zu tun hat. Zum Beispiel, ja? Ja, da treibt er sich doch immer bei den Prostituierten rum, oder? Ja. Zum Beispiel die eine Szene, wo Robespierre vor dem Volk spricht und Dottor des Lasters beschuldigt, beziehungsweise er spricht nicht direkt Dottor an, aber es ist eigentlich allen Bürgern klar, dass Dottor gemeint ist. Und während dieser Rede ist Dottor eben nicht anwesend, sondern ist gerade bei Marion, einer Grisette. Weiter ist Hérault, ein Freund von Dottor, der Auffassung, dass man Dottors politisches Handeln mit einem ganz einfachen Bild vergleichen kann. Er spielt dabei auf ein ganz bestimmtes Brettspiel an und weiß jemand, mit welchem Brettspiel man Dottors... Ja? Mit Schachspiel. Genau. Hérault sagt, dass Dottor handelt, so wie man auch Schach spielt. Nur zum Zeitvertreib und jeder seiner Handlungen sind aus bloßem Reflex. Damit ist gemeint, dass von ihm selbst aus eigentlich gar nichts geht und er handelt immer erst, wenn seine Freunde ihn entweder auffordern oder Robespierre einen Angriff macht und er überhaupt keine andere Wahl mehr hat, als zu handeln. Die Distanz und sein Desinteresse sind zurückzuführen auf seine ständigen Zweifel am Leben und vor allem auch an sich selbst. Er persönlich glaubt nicht mehr daran, dass er politisch überhaupt irgendetwas bewirken kann und so reagiert er, wenn seine Freunde ihn auffordern, etwas zu tun, nur mit sinnlosen Floskeln. Jetzt kommen wir weiter zum nächsten Punkt, dem Fatalismus und dem ersten Unterpunkt der Eigendynamik der Geschichte. Würde jemand zu Beginn das Zitat vorlesen? Luisa? Wir haben nicht die Revolution, sondern die Revolution. An dem Zitat merkt man ganz stark, dass Dottor als Fatalist der Auffassung ist, oder dass Dottor als Fatalist der Geschichte eine gewisse Eigendynamik zuspricht. Er ist der Auffassung, dass es höhere Mächte, sogenannte Schicksalsmächte gibt, die alles Geschehen leiten und die das Leben eines Einzelnen vorbestimmen. So denkt er, dass höhere Mächte eben eine Person zum Verlierer und eine andere Person zum
Gewinner machen. So haben wir in Dotthaus Worten das Dogma der Revolution als den Gewinner und die tote Reliquie als den Verlierer. Ich bitte mal jemanden nach vorne zu kommen. Laura? Und die Begriffe einmal zu Robespierre und Dotthaus zuzuordnen. Eben wie Dotthaus sich selbst sieht und wie er Robespierre sieht. Wie gerade eben schon gesagt, glaubt Dotthaus ja nicht daran, dass er noch irgendetwas bewirken kann. Also macht er sich selbst zum Verlierer oder zum Gewinner? Er macht sich selbst zum Verlierer. Genau, also ist Dotthaus die tote Reliquie. Zieh es einfach rüber auf das Bild drauf. Und logischerweise dann Robespierre, das Dogma. Ach so. Gut, kannst du schon wieder setzen. Robespierre als Dogma bedeutet, dass er existenziell für die Revolution steht und er darf und kann gar nicht ausgestrichen werden. Selbst wenn man ihn angreift, lassen diese höheren Mächte es nicht zu, dass er ausgestrichen wird. Ganz anders ist es bei Dotthaus, der sich selbst als eine tote Reliquie sieht, die man auf die Gasse wirft, also überhaupt keine Bedeutung mehr hat für die Geschichte. Daraus schließt er dann auch, dass egal was er macht, sein ganzes Handeln zum Scheitern verurteilt ist. Und das ist einer unserer ersten Gründe für seine Passivität, die wir hier mit einem Trichter noch erörtern werden. Der erste Grund ist hier die Aussichtslosigkeit der politischen Lage, eben dadurch, dass er nicht denkt, irgendetwas bewirken zu können. Willst du es bitte dranhängen? Ich würde jetzt bitte mal die Seite aufschlagen und jemand das Zitat vorlesen. Ihr findet dann hier eine ganz typische Reaktion darauf vor, wie Dotthaus reagiert, wenn seine Freundin eben dazu anspornen wollen, Robespierre anzugreifen oder generell etwas zu bewegen in der Politik. Wer will vorlesen? Ja? Zwischen Tür und Angel will ich euch prophezeien. Die Statue der Freiheit ist noch nicht gegossen. Der Ofen glüht, wir alle können uns noch die Finger dabei verbrennen. Ganz genau. Er will mit diesem Zitat seinen Freunden zeigen, dass es gefährlich ist, Robespierre als das Dogma der Revolution anzugreifen, da jeder Angriff nach hinten losgehen wird und sie sich damit nur selbst schaden. Also sieht Dotthaus es überhaupt nicht ein, etwas zu tun oder zu handeln. Ein nächster Punkt sind jetzt die Schuldgefühle Dotthaus. Und zu Beginn muss man sagen, dass die Schuldgefühle das ganze Drama durchziehen. Und die Schuldgefühle sind auf ein besonderes Ereignis zurückzuführen. Ja, Laura? Auf die Septembermorde. Genau, was ist da passiert oder was hat Dotthaus gemacht? Ja, der hat halt die Leute guillotinieren lassen. Genau, unter dem Kommando von Dotthaus sind damals ganz viele Leute ums Leben gekommen. Und mit dieser gewissensbelastenden Sünde kommt er überhaupt nicht klar. Wenn er jetzt von seinem jetzigen Standpunkt, beziehungsweise dem Standpunkt im Buch, auf seine Vergangenheit zurückblickt, ist es die reinste Qual. Seine Vergangenheit belastet ihn so sehr, dass er nicht will, dass so etwas nochmal passiert. Er sich zurückzieht von der Politik, von seinen Freunden und generell vom Leben. Und es letztendlich für ihn auch keine Zukunft mehr geben kann. Nochmal kurz zusammengefasst, die Vergangenheit belastet ihn so sehr, dass er nicht an eine Zukunft für sich selbst glaubt und daher kann es auch keine Zukunft für ihn geben. Die Septembermorde verfolgen ihn sogar in seine Träume hinein und er hat richtige Halluzinationen. Da sollte euch ebenfalls eine Szene zu einfallen. Niki? Ja, doch irgendwie rufen, da kommt doch die Julie rein, oder? Genau, da ist er in seinem Zimmer und er hat so einen Traum, eben von den Septembermorden, aber bekommt gar nicht mit, wie er selbst schreit und die Julie kommt dann eben zu ihm und versucht ihn zu beruhigen. Okay, auf jeden Fall ist es in der Szene so, dass er beschreibt, dass er von höheren Mächten geleitet wird und er sagt, dass er gestreift wurde über die Erdkugel und selbst
nicht gehandelt hat und selbst überhaupt keine Macht hatte, irgendetwas zu tun. Ihr müsst bedenken, dass Dothan eben von diesen Schuldgefühlen geplagt ist und lange Zeit versucht, einen Schuldigen zu finden. Aber da es eben keine andere Person gibt, auf die er die Schuld ablegen kann, gibt er die Schuld eben höheren Mächten und kommt so besser mit der Schuld klar. So hätten wir hier eigentlich, wenn es funktionieren würde, das Zitat "So ward ich gestreift", an dem man genau das sieht. Wir gehen jetzt noch ein bisschen näher auf die Schuldgefühle ein. Neben dem Zitat "So ward ich gestreift" gibt es noch ein ganz besonderes Zitat, das sich speziell auf die Puppenmetapher bzw. Marionettenmetapher bezieht. Ich will das Zitat nicht wortwörtlich wissen, aber ungefähr, was er damit aussagen will. Ja? Ja, dass die eigentlich für ihre Taten gar nichts können, sondern als Puppen oder so Marionetten am Rad oder so gefunden werden. Oder irgendwo eben. Genau, liest du es gerade vor? Ja. Puppen sind wir von unbekannten Gewalten am Rad gezogen, nichts, wir selbst. Okay, hier haben wir eben, dass er von anderen Mächten manipuliert wird, eben auch wie bei der Eigendynamik der Geschichte. Und was denkt ihr, inwiefern hilft ihm diese Puppenmetapher oder auch der Glaube an die Eigendynamik der Geschichte? Ja, Lisa? Ja, um vor seinen eigenen Schuldgefühlen und Verantwortungen zu fliehen. Genau, das ist der erste Punkt. Er legt also seine Verantwortung ab und sieht sich nicht mehr selbst als schuldig an, wodurch er sein schlechtes Gewissen mildert. Und noch eine andere Folge davon, eine eher negative Folge. Ja? Vielleicht, dass er wieder anfängt, an seinem Selbstbewusstsein zu zweifeln. Genau, so in ungefähr. Durch den Glauben, dass alles vorbestimmt ist und er überhaupt keinen eigenen Willen hat, beziehungsweise selbst sein Wille von höheren Mächten beeinflusst wird, entsteht der Verlust der Entscheidungsfreiheit. Und wenn man nun fest davon überzeugt ist, dass man eben von höheren Mächten geleitet wird, ist das dann auch ein weiterer Grund für die Passivität und auch die Schuldgefühle, die wir vorhin vergessen haben, aufzuhängen, die noch dazugehören. Also zu dem Punkt jetzt haben wir hier als Grund die Nichtigkeit des Menschen. Damit ist gemeint, dass der Mensch und der Wille des Menschen selbst überhaupt keine Bedeutung hat. Und dass egal, was Dothan eben selbst will, er wird das eh nicht umsetzen können, da es eben diese höheren Mächte gibt, die ihn manipulieren. Beim Fatalismus habt ihr hier eine Lebensphilosophie Dothans, die er lange durchzieht, aber auch nicht konstant beibehält. Und es gibt im Roman ganz starke Gegensätze zu seinen Behauptungen, die er hier aufstellt. Hier behauptet er, dass er seine Schuldgefühle mindert, weil er ja die Verantwortung ablegt und gar nicht selbst bei den Septembermorden die Leute von seinem Willen aus getötet hat. Und ich suche jetzt nach einer Stelle oder zwei Stellen, wo er sich zu seinen Taten bekennt und die Verantwortung nicht ablegt. Das ist vor allem am Ende des Dramas. Wie tritt er vor dem Revolutionstribunal auf? Ja? Genau, wir schlagen die Stellen jetzt nochmal auf. Die Reihenfolge ist egal. Wer will anfangen? Stimmen die Zitate nicht? Würdest du bitte das da gerade vorlesen? Ich bitte Gott und Menschen dafür um Verzeihung. Ich wollte 9. Septembermorden zuvorkommen. Ich hoffte, die Unschuldigen zu retten. Bei dem Zitat ist er gerade im Gefängnis und bittet die, eben seine Mitgefangenen um Verzeihung für seine Taten. Legt in diesem Fall also nicht seine Verantwortung ab. Und das andere Zitat war jetzt auf Seite 58, die Zeile 17. Miller? Ich habe auf dem Marsfelde dem Königtum den Krieg erklärt. Ich habe es am 10. August geschlagen.
Ich habe es am 21. Januar getötet und den Königen einen Königskopf als Federhandschuh hingelegt. Genau, reicht schon. Hier spricht er eben vor dem Revolutionstribunal und tritt ganz stolz für seine Taten ein. Wir merken es auch daran, dass er spricht, ich habe das und dies getan. Und er sagt eben nicht mehr, dass er gestreift wurde von irgendwelchen anderen Mächten, sondern tritt selbstbewusst dafür ein. Jetzt haben wir einen Verlust der Entscheidungsfreiheit, wobei das jetzt ein bisschen schwieriger wahrscheinlich ist. Wir suchen hier nach einer Stelle, bei der er ganz direkt oder ganz von selbst aus einen Entschluss fasst, der im Kontrast steht zu dem, was die höheren Mächte von ihm verlangen oder bei den Septembermorden verlangt haben. Da haben wir gleich das nächste Zitat. Und diese Stelle kann man so als Protest gegen den Fluch des Muss, als Protest gegen diese höheren Mächte sehen. Und vor allem ein erster Schritt in Richtung eigener Entscheidung. Ja, Florentino? Ja. Genau, hier widersetzt er sich im Grunde den höheren Mächten und schneidet sozusagen die Fäden zu diesem Manipulateur ab,